Ich habe gerade hier mit der Verkabelung begonnen und den Erdleiter dieser Weiche hier verzinnt. Jetzt fummel ich den mal hier durch. Und drehe da die passende Kontaktschraube ein. Voll der Hoffnung versuche ich jetzt, auf dieser Kontaktschraube halt Lötzinn abzubringen. Noch diese Erdleitung hier, wobei ich da erst noch mal einen Test mache. Okay. Also Erdleitung kürzen. Und verzinnen. Und eine weitere Leitung kann ich auf diese Art und Weise hier noch verlegen. Und zwar die Masse von diesem Trafo, die muss ja nicht unbedingt erst da hinten hingeleitet werden, die kann ich von hier aus direkt abziehen. Wenn es mir nur gelingt, dieses Kabel noch zusätzlich da reinzufriemeln.
stellt sich die Frage, ob ich da jetzt wirklich Saft habe. Wenn das jetzt geklappt hat, dann müsste ja die Weichenschaltung hier wieder funktionieren. Tut sie auch zum Glück. So, das war schon mal ein Fortschritt. Und jetzt kann ich mich eigentlich ein bisschen dran machen, Kork zu verkleben.